Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zu Fit am Vormittag. Mach einfach so mit, wie du dich wohlfühlst. Wir bewegen uns durch, bewegen alle Gelenke und kräftigen natürlich auch zum Beispiel die Beine, unsere Körpermitte. Also mitmachen, wohlfühlen, Pausen sind natürlich auch erlaubt. Wenn du eine Pause brauchst, dann gönn dir einfach ein Päuschen und setz dann wieder ins Training ein. Richte dich auf jeden Fall schon mal auf und atme ganz tief durch die Nase ein, nimm beide Arme nach oben, durch den Mund wieder aus und lass die Arme fallen. Tief einatmen durch die Nase und ausatmen durch den Mund. Nochmal und aus und ein letztes Mal und jetzt streckst du dich nach oben und reckest dich, trittst auch mit deinen Beinen mit. Gleich mal den ganzen Körper etwas aufwärmen, durchbluten, die Faszien durchsaften. Deshalb ruhig Handrücken, Handflächen nach oben und auch etwas größer werden in die Grätsche. Vielleicht hier in verschiedenste Richtungen dich bewegen. Spüren dich hinein, was dir jetzt gerade ganz besonders gut tut. Einfach so ein bisschen wahrnehmen. Machen wir viel zu selten. Dann löst du wieder, lockerst deine Arme aus, verlagerst dein Körpergewicht von rechts nach links. Und das Ganze darfst du jetzt ruhig auch ein bisschen langsamer machen und drehst dich mal gleich etwas mit. Also nach rechts, dreh dich nach links, dreh dich mit. Die Brustwirbelsäule bewegen. Wichtig ist, dass das Knie immer noch außen bleibt. Richtung Fußspitzen zeigend, du deine Brustwirbelsäule so richtig mitdrehst. Und dann kommst du langsam wieder zur Mitte mit dem Oberkörper, verlagerst aber immer noch dein Körpergewicht. Arme gehen mit, rechts, links, ein bisschen schneller werden. Spannung in deiner Körpermitte, gleich den Bauchnabel sanft Richtung Wirbelsäule ziehen. Und jetzt wirklich auch abrollen, die Füße leise abrollen, rechts und links im Wechsel. Vielleicht noch etwas schneller werden, hinher. Kleiner werden und die Füße abrollen, Fußspitze, Ferse, Fußgelenke bewegen. Und dann am Platz gehen und mal die Knie richtig hochziehen. Bringen jetzt auch unser Herz-Kreislauf-System so ein bisschen in Schwung. Also mal gleich bewegen. Schau mal, die Arme gehen im rechten Winkel mit und ruhig nach oben ziehen, die Ellbogen und bewusst nach hinten nehmen. Sehr gut. Und dann tippst du vorne auf, rechts und links im Wechsel. Tippen. Und immer wenn du jetzt rechts tippst, geht deine linke Hand nach vorne, tippst links und deine rechte. Und zwar so richtig schön spreizen die Finger. Wenn wir so diagonal arbeiten, dann trainieren wir auch die Zusammenarbeit unserer beiden Gehirnhälften. Wenn du nach hinten gehst, ziehst du den Ellbogen zurück. Machst die Hand zur Faust. Letzten. 7, 6, 5, 4, 3, 2 und nochmal. Gehen dann, gehen, Knie hochziehen und deine Fußspitzen gleich ein bisschen nach außen nehmen,
sodass du deine Hüftgelenke hier mit mobilisierst. Richtig schön hochziehen. Nochmal nach vorne. Nochmal nach außen. Nochmal nach vorne. Nach außen. Da bleiben. Dein rechter Fuß, der geht jetzt nach außen und wieder nach innen. Nochmal. Auch hier schön groß. Und dann wechselst du zur anderen Seite. Und nochmal wechseln zur anderen Seite. Viermal nur. Hoch. Noch zwei. Wechseln. Noch vier. Perfekt. Zwei nach. Und nochmal wechseln. Vier Stück. Und vier. Drei. Zwei. Wechseln. Noch vier. Drei. Und nochmal wechseln das Ganze zweimal. Zweimal seit. Wechseln. Wechseln. Und jetzt können wir das probieren. Einmal rechts, einmal links. Einmal zur Mitte. Einmal zur Mitte. Gut. Wird schon warm, oder? Immer noch. Hochziehen. Und bleib jetzt hier außen. Bleib hier. Super. Verlagere dein Gewicht nach rechts, nach links. Einfach mal außen auftippen. Arme gehen mit. Und die darfst du gerne auch ein bisschen weiter nach oben schwingen, höher, größer werden. Spannung im Bauch. Kleinere Arme hier nach vorne. Ferse hochnehmen. Im Wechsel. Super. Noch vier, noch drei. Noch zwei, einen Schritt zur Seite machen, schau mal, sehr gut, lockere Arme und darfst natürlich, möchtest auch ein bisschen deine Hüfte mitnehmen, einen lockeren Schritt. Mal versuchen, zwei Schritte nach rechts zu machen, eins und zwei. Und eins und zwei. Nochmal in deinem Tempo gerne. Jetzt mach mal weiter. Mach einfach zwei. Mach weiter. Ich werde nämlich jetzt noch mal langsam und mache nur noch einen Schritt zusammen. Einen zusammen. Und immer wenn du zusammen bist, gehst du tiefer. Mach mal ruhig mit und tief. Und Seite und tief. Wenn du tief gehst, ist dein Rücken ganz gerade. Gut. Und dein Po gerne richtig schön tief unten. Seite und tief.
und tief. Beinkräftigung. Deine Arme nimmst du jetzt seitlich waagrecht gestreckt, also im rechten Winkel. Kräftigung, oberer Rücken. Bleib mal einmal hier. Die Arme gehen nach vorne und wieder zurück und wechseln. Einmal tief, Seite, nach vorne, zurück. Hoch, tief, nach vorne, kraftvoll. Hoch, Seite, nach vorne und tief. Und Seite und vor und hoch. Nochmal. Letztes Mal jede Seite. Einmal noch. Und stopp. Richte dich auf. Lockere dich aus. Puh, oberen Rücken gespürt. Einfach mal so richtig ausschütteln. Beine, Oberkörper. Und jetzt nimmst du beide Füße erstmal in eine leichte Grätsche und ziehst die Schulter nach hinten unten. Rechter Arm geht kraftvoll zur Seite. Und jetzt versuchst du, auf dein rechtes Bein dich zu verlagern. Linker Arm geht auch zur Seite. Und jetzt ziehst du das Knie ausatmend Richtung Ellbogen, spür die Bauchmuskeln, zur Mitte, stopp. Und jetzt gehst du seitlich, Bein hoch, schräge Bauchmuskeln und wieder Mitte. Gleich nochmal, Ellbogen, Knie, kraftvoll, kraftvoll. Nochmal, drei, vier, super. 5, 6, kraftvoll, Spannung, 1 noch. Und zur Mitte kommen, kurz lösen, locker lassen. Eine Seite noch, lass locker. Komm zum anderen Bein, jetzt wieder hier Spannung aufbauen. Erstmal Bein tippen, Gewicht nach links, Spannung und Knie hoch. 1, seitlich jetzt, super. 2, 3, es darf immer wackeln, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und lösen, entspannen, richtig auslockern, ruhig mal tippen, rechts und links, Schultern kreisen. Jetzt lass deine Fußspitzen zu mir nach vorne zeigen, stütz dich hier ruhig ein und tippe schon mal ein bisschen weiter nach hinten jetzt. Rechts zurück, links zurück, genau. So, dass du, wenn du hinten bist, hüftbreit ungefähr deine Füße geöffnet hast. Seite zurück,
das Bein darf ruhig schon ein Stück weiter nach hinten. Wenn du nämlich jetzt dann bleibst auf einer Seite, dann geht dein Knie Richtung Boden. Und zwar, bleib mal kurz, Knie über der Ferse und aufrechter Rumpf. Und du gehst einfach so tief, wie es für dich möglich ist. Komm tief und dann drückst du dich wieder hoch und wechselst zur anderen Seite. Hier Knie über der Ferse vorne, senkrechter Oberschenkel tief, aufrecht. Rück dich hoch und wechseln. Und die Arme gehen Rücken nach vorne. Wenn du nämlich hier drückst, kannst du so ein bisschen Körpermittenspannung aufbauen. Löse auf und komm tief. Und hoch und Beinkraft. Alles ist richtig. Du musst nicht sehr tief gehen. Soll für dich okay sein. Kontrollier lieber die Ausführung. Vorderes Knie über der Ferse. Oberkörper aufgerichtet. Mach es in deinem eigenen Tempo. Nochmal. Jede Seite noch einmal, oder? Schaffen wir. Und nach oben kommen. Hüftbreit aufstellen. Beine schütteln und rütteln. Sehr gut. Hat's gleich warm. Auslockern, dich aufrichten, noch einmal so ein bisschen hineinspüren, wie aufrecht stehst du jetzt. Nimm dann deine Arme zur Seite, ganz fest nach außen schieben, so fest wie du kannst, Schultern bleiben entspannt. Jetzt fange an mit den Armen zu kreisen. Bring dich aus der Mitte, stabilisiere dich, spür die Schultern, die Arme natürlich. Wenn du das Gefühl hast, du stehst gut, darfst du dich auch gerne noch mal enger aufstellen. Gebeugten Knien. Du musst die Körpermitte noch mehr ran. Und wenn du möchtest, kannst du auch ein Bein etwas heben. Nur wenn es geht. Sonst lässt du die Füße eng. Oder leicht geöffnet. Wechsel mal dein Bein und wechsel die Richtung, in die du kreist, wenn du auf einem Bein stehst, jetzt auf dem anderen. Wenn du wackelst, trainierst du deine Stabilisatoren. Schieb die Arme nochmal weiter nach außen. Nimm beide Füße nochmal runter. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Halten, gibt noch schönere Schultern. Halten und lockern, entspannen, auslockern. Gerne wieder ein bisschen auseinander. Fleißig, wirklich. Super. Nimm ein Bein zurück. Spann dein Gesäß an und schieb den unteren Rand vom Becken nach vorne. Merkst du hier die Dehnung. Hände ruhig hier fassen. Es auch so nehmen, zurückziehen, vorne aufdehnen. Komm nach vorne und jetzt mach deinen Rücken ganz rund, Kopf rein, richtig rund nach vorne. Und dann löst du und machst das mit der anderen Seite. Erst wieder hinter, Po anspannen. Unteren Rand vom Becken nach vorne schieben, hier spüren, Hände zurück, Brustbein nach vorne. Und dann löst du nochmal auf, lässt die Schultern los. Lass die Arme Rücken mal pendeln.
hin und her. Ganz wichtig, Beweglichkeit der Brustwirbelsäule. Lass locker. Atme ein, mach dich lang. Recken und strecken. Gähnen. Nach oben ziehen, in alle Richtungen. Dann öffnest du deine Arme, ziehst die Ellbogen zurück. Mit dem Ausatmen entspannst du. Vielen Dank fürs Mitmachen. Super. Freue mich immer, wenn du dabei bist. Und natürlich kannst du gerne noch ein Workout mitmachen, wenn du Lust hast. Aber das reicht auch völlig, mal 15, 20, 25 Minuten lang oder vielleicht auch mal kürzer zu trainieren. Immer ganz, wie du Lust und Laune und vor allem auch Zeit hast. Du findest alle Videos geordnet auf meinem YouTube-Kanal, auch nach Länge oder nach Themen. Also schau mal rein. Abonnier meinen Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast, kostenfrei. Vielleicht hast du Lust, mich zu unterstützen. Danke dir. Den Link findest du unter dem Video, der heißt Deine Unterstützung. Klick drauf und dann kannst du auswählen, mit wie viel du im Monat mich unterstützen möchtest. Danke, danke. Lade noch jemanden ein, sich mitzubewegen oder sei du ganz einfach so beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann!